Okay. Wackers Kick ist schon etwas, was richtig kickt. Ha. Okay, jetzt kann ich mal hier drüber fliegen und euch mal demonstrieren, wie er mich da trägt. Leider kann er mich nicht weit tragen, weil Mario ja viel zu fett ist, wie man schon im Mario 64 mit der Eule festgestellt hat. Herr Erdbebenorden. Ach Gott, das ist eine meiner Lieblingsorden. Aber ich habe gar keine Dinger mehr übrig, ne? Wie viel? Wo ist der überhaupt? Tut mir nichts. Ja, komm, ich muss einen Speedwirbel dafür wegmachen, damit ich Erdbeben haben kann. Lässt für 2 BP die Erde beben. Richtet bei allen Gegnern, die sich auf dem Boden oder an der Decke befinden, leichten Schaden an. Ich mag diesen Orden, der ist einfach nur genial. Für je nach Situation. Aber leider, jetzt mein Speedwirbel dafür weg. Schade drum. Das werden wir machen. Okay, ausweichen und hoch. Ne, Quatsch, ich muss ja sowieso noch einmal hier lang, da war ich ja noch gar nicht. Weil ich ja erst mit ihm hier hinkomme. Flatter, 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 flatter. Und da wären wir. Und da haben wir wieder so ein Knospi, den wir schon mal gefunden haben. Wie? Sprichst du mit mir? Sonst ist ja niemand hier. Das musst du, also musst du mich meinen. Es ist schon lange her, seit ich von meiner Heimat, den Blütenfeldern, hierher gekommen bin. Aber du bist der erste Person, die mit mir spricht? Sonst nimmt niemand Notiz von mir. Die wenigen Leute, die hier vorbeikommen, glauben, ich würde einfach nur blühen. Ich liebe ein gutes Gespräch. Hier eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Dies ist ein wertvolles Samenkorn. Halt es in Ehre und denke an mich. Jo, da haben wir einen. Bitte pflege den Samen mit viel Liebe. Eines Tages wirst du davon profitieren. Allein schon, dass das Wort Samen und Liebe wieder zusammengebracht wurde, denke ich an nichts Gutes dabei. Obwohl, vielleicht ist es ja was Gutes an sich, aber ihr wisst, wie ich es meine. Zumindest die Älteren unter euch. Oder? Nach heutzutage weiß auch jeder Jüngste wieder alles. Jeder versteht die zweideutigen Witze. Ja. Gut, das ist jetzt nicht der richtige Weg, aber hier gab es ja noch was zu holen. Einen Sternensplitter. Wo ich mich ja vorhin so aufgeregt habe, weil ich ihn ja nicht erwische. Gehe ich jetzt erstmal hier weiter. Und ja. Weg, weg, weg. Der ist mir unangenehm. Ja, sauber. Einen Moment. Oh. Mein Desktop, hier, Bildschirmschoner hat sich aktiviert. Das sieht eigentlich ganz amüsant aus. Ich weiß nicht, ich denke, ihr werdet es im Video nicht sehen. Aber der besteht daraus, dass einfach hier Blubberblasen quer durch den Bildschirm einfach mal fließen. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, weil die Blubberblasen blockieren mir die Sicht. Deswegen muss ich die Maus mal kurz bewegen und dann geht's wieder. Okay. Coins, 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 Coins everywhere. Und ein Sternsplitter. Jetzt habe ich schon 9, oder? Ja, 9. Bei 10 kann ich mir diesen einen Orden holen, den ich wollte. Nur leider bin ich jetzt kaum in der Nähe von Tonchon. Ich müsste echt schon wieder mit dem Klippenberg hier mit dem Zug wieder zurückfahren. Moment, kann ich nicht... Nee, ich muss den Weg hier wieder zurück, ne? Oder konnte ich... Nee, ich konnte nicht abkürzen, meine ich. Ich weiß es nicht, mir ist auch egal. Gehe ich halt denselben Weg wieder. Hier fliegt so eine kleine Fliege rum, die mir ungemein... Oh, was heißt ungemein? Sogar sehr gemein auf den Sack geht. Okay. Mario Time! It's a kämpfen? Ja, komm, ich kämpfe jetzt mal gegen ihn, um euch... Na... Um euch Paracarry mal im Kampf zu zeigen. Also das ist Paracarry. Paracarry kann Panzerwurf und Luftangriff. Ich mach mal Luftangriff. Drücke A kurz vor der Landung. So geht das. Paracarry kann natürlich auch Luftgegner angreifen. Das ist auch sehr relevant. So, plopp. Ach, scheiße, jetzt habe ich es hier nicht hinbekommen, das Action-Kommando. Was soll's? Ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich wollte sowieso Paracarry noch seine andere Attacke machen lassen, die ich echt gerade selber vergessen habe. Ach ja, die läuft ja so ähnlich wie mit den Eiern. Na, daneben. Scheiße. Funktioniert eher auf größeren Gegnern. Ehrlich gesagt. Also, das erinnert an die Eierwürfe bei Yoshi's Island. Wenn Yoshi, ihr wisst ja, so ein Ei hält, so ungefähr ist das. Es geht auch von alleine auf und ab immer. Also im Prinzip wie bei Yoshi's Island. Mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Dem weiche ich mal lieber aus. Bin jetzt echt nicht scharf auf den Kampf mit diesen... Wie heißen die? Kirk, genau. Oh Mann, ich vermisse mein Speedwirbel voll. Aber gut, jetzt kann ich ja hier rüber.
Ach, und jetzt kommt eine interessante Stelle. Nein, wirklich, sie ist ziemlich interessant. Da war so ein Kleptoman-Vogel-Typ hier. Hey! Hey, du! Schön langsam, Bursche! Nicht so schnell! Ich habe das schon mal irgendwo gesehen! Flattert. Na, mal gucken. Na, so, hier steht ja was auf. Na, ah, ja, sehr ähnlich. Du schaust genau aus wie der Typ auf dem Steckbrief von dem Bowser. Und jetzt sag, wer bist denn du? Also ich kann euch sagen, wenn wir Luigi sagen, dann glaubt ihr uns vom Kampf nicht, aber wir wollen hier gegen ihn kämpfen. Deswegen sagen wir, wir sind super Prinzessin Peach. Was hast du gesagt, Prinzessin Peach? So, glaubst du, ich bin der Depper hier, Prinzessin Peach unter der Festung von der Mauserfische, Alter? Oh, schon wohl geglaubt, ich weiß das nicht. Du bettelst hier richtig um Schlag. Warte mal, Mario, jetzt kriegst du einen Tischel. Nichts verstanden, wa? Ich hab's auch nicht verstanden. Okay, das ist ein Bossgegner. Den scannen wir erstmal. Buzzer, oder Buzzer. Das ist ein Buzzer, er bewacht den Klippenberg. Wow, ganz schön groß für der Vogel. Maximal KP 40, Angriffskraft 30. Und keine Verteidigung. Wenn du in seinen Schadenklauen gefangen bist, verlierst du 4 KP. Versuch dich aus seinem Griff zu befreien. Seine Spezialattacke ist es, reißenden Wind zu erzeugen. Diese Attacke trifft auch deinen Freund. Aber er hat doch Eier ausgebrüht, nicht wahr? Ob er in Wirklichkeit eine Sie ist? Wer weiß. Schon komisch. Powersprung. Ja, genau das mache ich jetzt. Oh Gott, macht er... Okay, schnell wie möglich. Ich glaube, desto weniger Schaden macht er mir dann. Nur leider ist er mein Partner. Ja, eine Runde außer Gefecht einfach. Das ist echt kacke. Ah, nicht geschafft. Und da steht er wieder. Jetzt? Macht er jetzt. Oh nee, das ist ja echt ein Button-Mesh-Typ. Okay, ich konnte nur entkommen. Also ist seine Attacke wirkungslos gewesen. Dann mache ich noch einen Powersprung. Oh, wieso kriege ich das hier nicht hin? Jetzt habe ich es wieder nicht so drauf mit dem Action-Kommando. Gut, der flattert. Oh nein. Okay, das ist normale Attacke. Jetzt sind mir aber die BP ausgegangen. Das setze ich doch mal glatt. Habe ich kein Ahornsirup, der 10 herstellt? Ist ja unglaublich. Dann mache ich ja Honigsirup. Komm. Ich könnte jetzt auch eigentlich mit Paracarry kämpfen. Ich glaube, mit dem hätte ich auch ein paar mehr Attacken. Also diese Attacke, die stärker ist, drauf. Kostet mich aber halt auch BP. Und die versuche ich. Die würden mir halt einfach so zu schnell entgleiten. Also mache ich halt, die BP-Attacke nur mit Mario. Nein! Entführ mich mal nicht! Ah, jetzt hat er mich. Ah, zieht mir 4 ab, die Sau. Ja, ganz recht. Der Vogel ist eine Sau. So geht das. Hat der schon 40 hatte der Anfang an, ne? Hab ich einen. Ah nein, wieso packe ich das nicht? Scheiß Action-Kommando. Ah, gut Reflex, würde ich sagen. Oder einfach nur Schweineglück gehabt. Schweineglück. Ja. Aber der hat schon was drauf, muss man schon sagen. Man kann ihn zwar besiegen, aber er kann einen doch übel wehtun. Nein, nehme ich nicht mit. Smash, 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 smash. Oh, es hat nichts gebracht. Oh, verdammt. Das ist mir einer. Mache ich erstmal direkt die Erfrischung. Dann heile ich mich mal unverschämt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal bei diesem Bossgegner verloren habe, als ich Paper Mario auf der PSP gezockt habe. Ja, auf der PSP, ganz recht. Oh, wieso kann ich das nicht mehr? Das ist übel. Das weiß ich doch. Vor allem läuft das ja auf der PSP mal viel langsamer als auf einer Originalkonsole. Und dann ist es natürlich noch frustrierender, wenn man nach so einem langen Kampf, ich glaube, ich habe ganz, ganz knapp verloren. Der hatte ganz wenig KP noch übrig. Dann habe ich tatsächlich noch gegen den verloren. Das war echt traurig. Ja, was machst du? Oh, der Abtransport natürlich. Oh, ich kann drücken, wie ich will. Bis dahin komme ich auch niemals. Da hat er mich schon wieder so viel wehgetan. Das ist echt ein Arsch. Habe ich überhaupt Heilungs... Okay. Zur Not muss ich...
einen der Wackers Kick benutzen. Das würde ich natürlich sehr ungern machen. Aber, gut, ich habe den auch schon fast besiegt. Ich habe noch ein Ei und einen Pilz übrig. Also wird das wohl damit noch gehen. Oh, geil. Vermutlich werde ich sogar gar nichts von dem verbrauchen. Ja. Glaube ich sogar, wenn ich das jetzt hier anständig mache. Ja, und ich mache es nicht anständig, aber zum Glück darf ich noch mit dem Pilz hier angreifen. Pilzkopf sind die Tops gewesen. Das ist ein Gumba. So. Okay, geile Sache. Na, hola, jetzt habe ich euch gekriegt. Und weg ist er. Was für ein verrückter Kerl. Oder eine verrückte Frau. Man weiß es nicht. Gut. Dann hätten wir eigentlich schon eine Menge überstanden. Ja. Hier können wir uns heilen. Und abspeichern. Und genau das werde ich auch tun. Weil ich nämlich hier eine Aufnahmepause mache. Denn hier geht es jetzt zur Wüste lang. Soll ich reingehen? Soll ich reingehen? Nein, ich warte bis zum nächsten Part. Also, auf Wiedersehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.